Ja, ich meine, ist schon irgendwie auch witzig, ne? Mit so einem. Ist schon irgendwie nett gemacht. Das muss man lassen. Kann ich mich eigentlich verletzen? Nö, ne? Ich bin Superman. Mit juckender Nase. Komme ich denn hier auch wieder raus? Ui! Ui! Ach, das sind die Caves hier. Ach, guck mal. Da bin ich ja ernst gespannt. Komme ich hier hin? Aber hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Wir sind doch irgendeinem Secret auf der Spur, oder? Weiß nicht, kann ich die Sachen sammeln? Nee, ne? Nein, das ist schon irgendwie nett, ne? Weil das so gar nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat. Ist das schon irgendwie witzig gemacht, also. Warum hier so ein Trecker liegt, man weiß es nicht genau. Ich kann auch mit dem nichts machen. Da wäre ja auch cool, wenn da so eine Sammelquest oder so gäbe. Hallo. Mehr als grubbern kannst du leider im Frühjahr nicht machen. Nee, ne? Hey, das ist schon schön. Gar keine Frage. Also da haben sie sich ein bisschen Mühe gemacht. Ein bisschen ruckelig, ein bisschen hakelig und so weiter, aber grundsätzlich machbar. Das Wasser sieht nicht so ideal aus, aber mein Gott. Das sind alles Dinge, weil das nicht entscheidend für das Spiel ist. Alles Dinge, über die ich auch mal hinwegsehen würde. Ich meine, sowas hier ist doch schick. Auch schön gemacht. Kalt ist schönes Wetter. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ach, sie sind doch hohl. Ich mache einen kleinen Waldlauf, weißt du? Wäre aber schon cool, wenn du die Mini-Traktoren sammeln könntest. Ja, wenn das so eine Aufgabe wäre. Wobei, jetzt ist natürlich die Frage, warum, ne? Aber, ja. Ich weiß halt gerade echt nicht, was ich machen soll. Außer Blödsinn. Weil ich ja auch nicht so viel Spielraum gerade finanzieller Natur habe, ne? Aber ich habe keine Lust nochmal zu grubbern. Also so wichtig ist mir dann Geld auch nicht. Dass ich da jetzt wieder anderthalb Stück grubbere. Und was anderes gab's nicht. Mein Gefühl sagt mir, ich muss hier raus. Hui.
Aber ich könnte den ja durchaus wieder hinten zu dem Händler stellen, ne? Entschuldigung. War ich nicht. Ist das hier ein Drive-In? Ja. Ja, es ist Winter, Eis draußen. Gott. Mal, der Laden sieht aber aus wie geplündert, oder? Was ist denn das hier überhaupt? Ich habe so das Gefühl, das ist einfach nur da, ne? Hat keine Funktion. Wobei, da ist ein Punkt. Nein. Immer mit der falschen Taste. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Wo bin ich denn gerade? Warte mal. Hier, da bin ich gerade. Das hier? Einkaufszentrum. Wahrscheinlich kann ich hier Waren abliefern, ne? Wenn ich die selber hergestellt habe, dann ist das einer meiner Abnahmepunkte. Wo ist denn die Einfahrt zu dem hier? Wer ist das denn da? Landromat. Fahren wir doch mal hin, oder? Ich meine, es ist schönes Wetter. Ist zwar ein bisschen kalt, aber es ist schönes Wetter. Lässt sich aber auch. Ich sag mal, Fahrphysik ist. Ist das eine Bank hier? Kleiderschrank öffnen. Ach, hier kann ich mich umziehen. Nee, das will ich nicht. Bin jetzt seit ein paar Monaten in den Klamotten da. Die gehen noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, das hält mein Auto aus. Das ist sehr stabil. Genau, einfach mal ein Map erkunden. Ja, ja, was willst du sonst machen, ne? Nein, jetzt ist auch nicht so viel. Das hier ist die Feuerwache von hinten. Entschuldigung. Nee, hier kann man gar nichts machen. Der ist einfach nur da, ne? Hier hinten ist eine bessere Bäckerei. Ja. Produktionsstätte kaufen. Mhm. Im Leben nicht. Ich meine, da freue ich mich schon drauf, ne? Dass wir dann, sagen wir mal, unser eigenes Brot herstellen. Mit unserem Getreide, ich meine, da können wir mit Sicherheit am meisten verdienen, ne? Das ist die Ölmühle hier, ne? Bin ich gerade? Ja, das ist die Bäckerei hier. Ölmühle, genau. Hier unten ist ein Gesteinbrecher. Traubenverarbeitungsanlage. Hier ist der Bahnhof. Da habe ich immer noch nicht verstanden, wofür ich den habe. Hier ist ein Getreidesilo und hier ist eine Kalkstation. Hier könnte ich mir den Kalk selber kaufen, oder? Ist der denn da günstiger als beim Händler? Weiß ich ja nicht. Vielleicht muss ich einfach nur mit meinem Anhänger hier hin. Und dann kann ich den vollladen lassen, weißt du? Das Ding vielleicht hier? Denn das sieht ja so aus, als wenn da was befüllt wird.
Punkt her. Das ist die Kalkstation, genau. Dann kann ich hier also mich sozusagen mit Kalk verwöhnen lassen, ja? Was haben wir denn noch? Schreinerei, da müssen wahrscheinlich Holzbretter hingehen. Ne? Preise immer vergleichen. Ja, genau. Da wird abgeladen, das ist auch klar. Hier ist nochmal ein Bahnhof. Hier hinten haben wir Biomasse. Hier ist nochmal ein Bahnhof. Getreidesilo. Müslifabrik, da können wir Cerealien hinliefern. Wenn wir Kühe haben, hier die Milcherzeugnisprodukte. Was haben wir hier? Spinnerei. Da können wir Spinnen abliefern. Getreidemühle, achso, da oben wird gemühlt. Und was haben wir hier? Achso, das ist der Farmers Market. Hier war der Sägewerk, okay. Und hier ist der Viehhandel. Ah, Fussel hat eine Idee. Wo bin ich, wo muss ich hin? Ich bin hier, ne? Hoch zur Straße und dann mal fahren, genau. Ja, ich bin so der Querfeldeinfahrer, weißt du? Das ist weg da. Weißt du, 120 innerorts ist auch notwendig. Weil sonst kommst du ja endlich mal eine Fahrgeschwindigkeit, weißt du? Das müsste der Mähdrescher mal machen. Dann wäre Fussel glücklich. Weil, was mir gerade so durch den Kopf spukt, wenn wir hier doch den Viehhandel haben. Als ich die Hühner gekauft habe, musste ich sogenannte Transportkosten zahlen. Lieferung frei Gatter. Hätte ich mir die hier abholen können? Wenn ja, wo? Hey, wer hat denn da ein Loch hingemacht? Siehst du? Da habe ich nämlich 20% Aufschlag zahlen müssen für das Huhn. Was macht mein pinker Hänger? Der steht trocken und sauber und wird gerade nicht gebraucht, weil wir ja nichts machen können. Schubs. Aber er ist noch da und pink. Und dann hätte ich hier vielleicht Hühner kaufen können. Und hätte dann den 1 Euro nicht bezahlt, indem ich den einfach hier abgeholt habe. Nur brauche ich da natürlich einen Viehtransporter. Und hier ist zum Beispiel auch wieder irgend sowas, ne? Warum steht hier eine Kuh? Gott, das sieht ja aus wie ein KZ. Ah, dafür, dass ich mein Schweinefleisch für 3,99 Kilo kriege, ne? Nee, das will ich nicht sehen. Vielleicht gibt es erstmal Schweinerücken. Was? Ja, dann hole ich mir doch meine Hühner demnächst hier. Wobei, ich habe ja jetzt 30 Hühner. Also. Tjo. Da wir nichts zu tun haben, können wir den Monat eigentlich auch abschließen, ne? Ich fahre mal eben das Auto zum Händler, damit ich da immer einen Punkt habe und nicht da extra hingurken muss. Wobei im Februar ja auch nicht viel los ist, ne? Ob das jemand stört, dass ich hier mit 120 abpäse? Nö, ne? Ist ja innerorts, da ist das ja in Ordnung. Ja, wenn das nicht Highlight war, dann weiß ich auch nicht. Kannst dich auch hinteleportieren, ja, das ist ja langweilig. Das ist doch langweilig. Kann ja jeder. Hier, guck mal. Da ist dein pinker Anhänger, siehst du? Fast geputzt.
Was ist das denn hier eigentlich? Kann ich hier die Karte irgendwie? Mir ist der Kleber runtergefallen. Verdammter Driss. Entschuldigung, ich stelle das mal besser wieder hier irgendwie ab. Das funktioniert fast. Ja. So, hier kann ich vor Langeweile meinen Kopf reinhalten. Hiermit kann ich mein Gesicht mal ein bisschen schöner machen. Und hiermit kann ich mir auf den Zeh hauen. Was macht man hier unten drin? Kann ich hier Wein anlagern oder sowas? Hast du gesehen, Flying Princess? Entschuldige, ich bin zu fett, ich komme hier nicht hoch. Hey, das sollte ein Scherz sein, dass ich zu fett bin. Ja, Schwupsel wollte einen pinken Anhänger und dann haben wir den pink gemacht. So schlecht ja auch nicht aus, ne? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das landwirtschaftliche Gerät, aber... Oh ja, weißt du? Warum nicht? Dazu passend haben wir übrigens auch das Gewicht genommen, ne? So, wie schaut's denn aus? Immer noch 61, aber 86 Stück. Los jetzt, legt Hühnereier. Wir wollen eure Kinder essen. Zügig. Sonst hole ich mir die Eier. Nicht frech werden, ja? Wo ist denn der Hahn? Ach, da. Aber Gesundheit 100%, das ist wichtig. Na gut. Komm, dann machen wir den Tag jetzt fertig. Dann gehen wir in den nächsten Monat. Mal gucken, was wir im Februar Sinnloses machen können, oder? Ich weiß ja auch nicht, was ich sonst machen soll. Halt. Habe ich denn schon wieder so eine Hahnenkamm hier? Was ist das denn für eine Frisur? Yeah. Wirklich frisch gewaschen. So. Ja, wieder mal Geld ausgegeben ohne Ende. Für nix und wieder nix. Jetzt ist hier alles weiß. Wichtigste Frage. Wie geht's den Hühnern? Was habt ihr geleistet? 62 Kilo. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Aber, naja, Nahrung wird langsam knapp, wa? Fress nicht so viel. Nee, geh mal dahin. Was haben wir denn an Lohnarbeit? Gruppen. Ich kann aber doch nicht schon wieder einen Monat verschwenden, oder? Aber Feld 38 und Feld 9. Das sind ja große Feld. Guck dir das mal an. Feld 9, haben wir das nicht schon mal gegrubbert? Feld 38 ist auch so riesig. Ach nee, ich habe keine Lust zu. Ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll. Da fehlt dann aber der pinke Traktor dazu und als Hintergrundmusik YMCA und die Regenbogenflagge. Ja, können wir alles machen, Leute. Da habe ich kein Problem mit. Wenn ich mir einen Traktor kaufe, können wir den auch pink machen. Das geht. Wenn es geht. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein Yondere nicht in Pink geht. Weil die sind ja, ne? Die haben ja dieses Grün. Ach, du, hör doch mal auf, immer in das Auto reinzugehen. Usel. So, wir könnten Baumwolle pflanzen. Wo kaufe ich denn hier ein Stück Land? Ist das unter Shift-P? Hier? Nee, ne?
Kann ich Land kaufen? Ich muss ja noch Felder kaufen können, oder?